So Leute, da wäre ich dann mal wieder zu einem weiteren Livestream hier auf dem Kanal. Schaut gerne wieder in der Beschreibung vorbei, da findet ihr in der zweiten Zeile den Link zu Tiny Aura 6, also der Playlist auf dem Ickets Kanal. Und naja, da werdet ihr merken, dass das Projekt auch schon eine Weile läuft. Also die ersten Folgen kamen schon 2022 oder 2023, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube im Januar 2023 habe ich die dann hochgeladen. Auf jeden Fall im September 2022 ging es los, das heißt, wir sind jetzt schon bei über 2 Jahren Projektlaufzeit, ne, was den Server angeht. Und da muss ich natürlich langsam mal gucken, wie das hier noch ausgeht oder sich weiterentwickelt. Ne. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so genau, aber ja, ich würde jetzt erst mal die Lautstärke wieder einstellen. Ich hatte das gar nicht richtig gemacht. Das muss ich dann beachten bei, ja, hier... beim Schneiden. Auch mit der Folge gestern. Obwohl, da hat sich irgendwie doch noch relativ laut angehört, als ich da aufgenommen hatte. Da ging es um Tiny, Topf Attack, genau. Und ach so, ich muss ja auch noch ein Gameplay aufnehmen für, wie heißt das? Tiny CA. Ja. Werde ich dann noch machen. Also der Plan ist jetzt folgendes. Ich habe vorhin ein Gameplay aufgenommen für Tiny Aura hier. Das muss ich dann noch nachvertonen, aber erstmal streame ich hier, damit ich ein bisschen klarkomme. Und dann kann ich ja auch schon vielleicht drauf eingehen, was ich hier mache, ne, im Stream. Jedenfalls, ich gehe mal nebenbei Weizen ernten, damit ich nicht nur rumstehe. Nach dem Nachvertonen nachher würde ich dann auf jeden Fall noch eine Folge machen. Und dann wahrscheinlich schon... das nächste Gameplay, oder ich weiß es nicht, eigentlich müsste ich ja dann schon wieder streamen, ne, damit ich ein bisschen was schaffe. Die Frage ist nur, was mache ich hier im Projekt? Also ich lasse mir das noch offen, ob ich dann noch irgendwie eine Folge aufnehme oder nicht, gell? Oder lieber erstmal warte, auch mit dem nächsten Stream, weil heute alles am Stück zu machen ist vielleicht auch ein bisschen viel. Ne, muss man schon sagen. Und ja, also ich werde dann wahrscheinlich in der Folge auch nochmal drauf eingehen, wenn ich die nachvertone, ne, was zurzeit so die Probleme sind hier im Projekt, die ich sehe und wie ich vielleicht das lösen könnte. Aber ja, so eine richtige Idee habe ich halt auch noch nicht. Das ist schade, muss ich sagen. Ach ja, da mach ich heute mal wieder so eine Aufnahmesession, ne? Ein bisschen mehr, damit ich Folgen rauskriege und alles, gell? Das ist schon ganz nicht verkehrt. Und naja, mir ging es auch darum, dass ich dann noch ein Thema anspreche, auf jeden Fall. Ja, vielleicht gehe ich dann auch, während ich nochmal live eine Folge so aufnehme, kommentiert, ne, auf die Situation in Tiny Aura ein. Das wäre wahrscheinlich auch ganz gut nach dem Stream hier. Aber ja, mal sehen. Ich weiß nicht, ob ich die Baumform hier benutzen soll. Ich könnte bei Rize ein bisschen ausleuchten. Ja, ist hier eh alles nicht so einheitlich. Aber das kriegt man hin. Ich kann ja eigentlich mal... zum Beispiel hier immer... Was? Ich dachte, er kommt nicht so schnell da runter. Aber ich habe ihn gesehen, den Creeper. Zum Glück haben wir hier... das reduziert, also keine Mob-Schäden an. Mob-Griefing. So, hier wollte ich doch auch nochmal... das so rüberziehen, ne? Also ich glaube, so hat er das vorgehabt... Und naja, dann ist das jetzt hier so mit den Fackeln erstmal. Oh, wollte ich jetzt gar nicht rein, aber ich kann mal noch Papier craften. Und die Gelegenheit nutzen, um zu mir zu gehen. Zu den Villagern. Ach, das ist hier nur ein Pfeil. Ich dachte, da liegt irgendein String rum oder so. Ja, aber so richtig habe ich auch zurzeit irgendwie keine Idee. Ach so. Na ja, Moment, vielleicht kann man das so machen. Ich baue das nochmal ab. Dass man dann hier oben das so zusammenführt, gell?
Das wäre doch eine Idee. Sowas kann auch mal weg und dann mache ich einfach vielleicht dahin noch mal Fackeln. Wie kann man das Haus hier gestalten? Sollen hier einfach Cobblestones hoch? Das ist halt die Frage. Wahrscheinlich schon, gell? Dann hier irgendwie Glas, wenn das geht. Machen wir das so. Ich weiß aber nicht, ob auf jede Seite so Glas hinkommen soll. Ich kann ja mal sagen, hier. Ne, sowas. Und dass man die Mitte zubaut mit was anderem. Vielleicht auch bis unten hin. Einfach Holz. Gell. Vielleicht auch anderes Holz, dass man nicht nur jetzt hier Eiche nimmt, sondern noch irgendwie Birke. Gell. Ich guck mal, ob er da was hat. Ich habe das auch selber nie großartig hochgezüchtet. Das sollte ich mal machen. Warum nicht, gell? Obwohl, warte mal, ich nehme nicht sein Bone Meal. Ich habe ja genug eigentlich. Ich schenke ihm nochmal die 5. Ich hole mir dann mal einen eigenen neuen Stack. Und ich sollte mal in den Chat gucken hier, damit ich das nicht verpasse. Die Morgendämmerung erinnert mich gerade auch an Real Life, ne? Da gab's das vorhin hier auch. So ein bisschen sonnenaufgangsmäßig. Ne? Nicht schlecht. Wenn man da so Parallelen hat. Und ja, morgens nehme ich ja auch immer gerne auf, eigentlich. Wenn's klappt, so wie heute. Da bin ich immer ganz zufrieden. Denn. Ja, abends irgendwie habe ich da immer keine Konzentration mehr. Wobei es auch Vorteile hat abends, ein paar. Vielleicht ist man da kreativer oder so. Aber auch nicht immer, ne? Also, ja, es ist sehr unberechenbar. Und naja, von daher wird schon jetzt passen. Oh. Gut, dass ich geschafft habe, die zu killen, die Creeper. Ist ja auch nicht so selbstverständlich. Naja, ich hoffe, dass ich heute noch irgendwas hinkriege. Wir sind jetzt schon wieder gleich bei 8 Minuten. Ich würde nicht so lange überziehen wollen. Definitiv, weil ich ja noch ein bisschen was vorhab mit aufnehmen. Außerdem habe ich gerade meine Festplatte angeschlossen und will da auch nicht so lange warten, bis ich jetzt hier die nächste Datei da drauf schreibe. Denn gerade mache ich ja mit OBS und das kommt dann nur auf die interne Festplatte, ne? Die für die Stream-Wiederholung. Und ja, da bräuchte ich quasi die Festplatte jetzt gar nicht, die externe, aber ich will schon, wenn ich die anschließe, dass es sich lohnt. Deswegen versuche ich nachher auch noch gleich weiterzuschneiden. Ich hatte gestern zwar auch geschnitten und wollte heute irgendwie das fortsetzen, aber ich weiß noch gar nicht, ob das so was wird unbedingt. Dann muss ich auch noch mal gucken, wie lange ich überhaupt Zeit habe. Denn das kann auch noch sich in Grenzen halten, ganz schön. Aber ja, ich kann auch heute späten Nachmittag noch versuchen zu schneiden. Weißt du, wenn ich das einmal weg habe mit Tiny Aura, das ist halt so das größte Projekt heute, sag ich mal. Weil ich die Folgen halt morgen brauche oder die erste davon. Und naja, da muss man immer hinterher sein. Huch, sorry. Ja. Aber wie ich das mit den Gameplays mache, das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht mache ich dann einfach später noch so eine Session, wo ich die aufnehme. Auch für Tiny CA entsprechend, ne? Und auch mit dem nächsten Stream, keine Ahnung, was ich da mache. Ob es Tiny Aura wird, dann doch, wie vorhin angedacht, oder eventuell Tiny CA. Das wäre eine Idee. Oh, vielleicht auch Top Attack, ey. Das müsste ich auch mal wieder streamen, unbedingt. Da könnte ich auch irgendwie zwei Streams hintereinander machen, wenn sich's anbietet. Das wäre eigentlich alles nicht das Problem.
Na, ich muss gucken. Also es gibt mehrere Möglichkeiten jetzt, wie ich hier alles fortsetze. Und ob ich nachher noch Bock habe auch oder nicht. Entsprechend. Ja, jetzt pflanze ich erstmal den Sapling hier. Warum geht das hier immer nicht? Ach. Okay. Ich dachte, das lag an der Begrenzung jetzt. Dass das bei Birken anders ist, aber eigentlich nicht. Die sind ja nicht groß hier. Ah, dass das nur vier Blöcke raus. Dass dann nicht mehr rauskommen. Wundert mich. Na, ich mache gleich mal eine Steinhacke, damit ich die schnell abbauen kann. Da kommen immer nur Sticks raus, ey. Alter, zwei Saplings gerade, das ist auch relativ wenig, oder? Manchmal kriegst du ja vier. Wenigstens. Oh. Mensch, wie viel Bone Meal die fressen, das gibt's doch nicht. Aber hier ist weniger, da mache ich jetzt immer da. Am besten. Ach, die sind schon noch kleiner als Eichen, gell? Hier sind jetzt mal fünf Holzstämme drin, aber irgendwie ist das schon ziemlich mühselig mit denen. Was ist das eigentlich immer für ein Geräusch, dieses Klicken, was da manchmal kommt? Ich hab das schon wieder ganz vergessen. Eigentlich kenne ich das, woher das stammt. Ach, das ist von dem Song, ey. Weil ich in letzter Zeit immer so selten diese Musik anhab. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das in den letzten Folgen Tiny Aura überhaupt benutzt hatte. Also bei den Timelapses nicht, da nehme ich ja keine Musik, aber allgemein. Was waren die letzte Folge, die ich normal aufgenommen und dann geschnitten hatte? War das die 62. oder 63.? Ne, ich glaube die 61. ganz und gar. Und die ist echt schon eine Weile her. Das ist ja auch krass. Dass ich da heute erst die nächste nachher mache. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ja, ich mach mal hier das da rein. Dann so. Ah, hier. Alter, so viel bauen wir umsonst. Manchmal geht's, dass die nebeneinander wachsen, manchmal nicht. Oder irgendwie meistens nicht. Aber ja, gut, dass wir mal das Holz farmen. Weil ich das echt immer vergessen hatte, gell? Das wollte ich schon ewig mal machen. Ich hätte mir das mal aufschreiben müssen auf ein Schild. Das ist immer ganz gut. Gut, die Fichten habe ich ja mal gefarmt anscheinend. Und ja, Birken. Ich würde jetzt sagen, dass ich vielleicht Rietze auch einen Teil schenke, weißt du? Na, ich mache erst mal sowas. 20 reicht das? Ach komm, ein paar mehr. Und das kann ich ja auch mal so wachsen lassen. Mal sehen, wie lange es dauert, wenn ich das einfach sich selber überlasse. Und die Saplings gebe ich Rita zurück. Alle, die ich jetzt habe, einfach. Ich könnte natürlich auch voll machen, aber egal. Vier Stück hat er sich schon verdient. Ne? So. Ja, ist jetzt irgendwie ein random Stream hier, ne? Also, ich mache ja gar nichts Spezifisches, obwohl ich auf der anderen Seite auch schon dafür sorge, dass hier was vorankommt. Also alleine bei Rite Space, da gibt es schon noch was zu tun. So ist es nicht, dass da alles fertig wäre. Und
dann kann man nämlich hier zum Beispiel auch sagen, so. Und der ein oder andere Fackel kann weg. Ich würde sagen, hier in der Mitte haue ich noch eine irgendwo hin. Geht natürlich nicht genau perfekt, aber ja. Hier wollte ich auch noch eine andere Holzsorte vielleicht mal ergänzen. Und dann wäre es auch ganz gut, wenn da noch irgendwie was überstehen würde, weil es dann nicht das so ist, dass man hier noch Treppen dran setzt. Da drauf halt nicht, oder vielleicht auf die Kanten jeweils. Ja, mal sehen. Da hätte ich irgendwie ein paar Ideen. Aber, ja, wie genau das dann durchgewechselt wird, wieder mit den Holzsorten, das ist die Frage. Und, ja, hier. Das ist halt auch so ein Problem jedes Mal. Ach, weißt du was, ich mache das jetzt einfach so. Game Mode Creative. Weißt du? Da werfe ich hier einen Holzstamm weg. Hä? Wieso alle sieben? Ich wollte eigentlich nur einen. Ich dachte, wenn man hier Rechtsklick macht, ne, dass dann man nur ein Item einzeln rauswirft. So, wie man, wenn man das vom Stack nimmt. Na egal, ich nehme jetzt nochmal hier sieben neue. Ich kann es ja nochmal probieren. Ne, man wirft echt alle raus. Keine Ahnung warum. Jedenfalls, jetzt hätten wir hier 64 und 6. Und damit so viel, wie ich eigentlich hätte. Wenn ich halt besser das im Survival machen könnte. Aber naja, es geht nicht gut. Und deswegen, soll ich nochmal Fichten pflanzen? Was habe ich eigentlich hier noch für Dinger? Schwarzeichen, ey, jo. Stimmt. Habe ich ganz vergessen. Mehr oder weniger. Hier sind auch noch Stufen. Das ist gut, die wollte ich eh nehmen. Vielleicht auch noch den 10er Stack mal. Ansonsten, ja. Knochen haben wir schon genug, gell? Ist einigermaßen viel. So. Ich glaube, hier müssen wir mal so einen Vierer-Spot machen. Ach. Ja, stimmt. Ah, wie da Knochenmehl verschwendet man. Also entweder wir machen hier noch den Vierer-Spot oder woanders dann halt. Nur da müsste ich hier oben ansonsten abreißen. Ist also auch nicht so. Ja. Nicht so günstig. Ach, scheiß drauf, ich mach das jetzt so. Einfach wieder im Creative. Zack. Die drei Erde gebe ich mir wieder. Mach ich ja wegen mir zwei Slabs. Ich glaube, zwei hätte ich verloren vorhin. Oder eine war runtergefallen, ne? Deswegen. Ja. Egal. Und dann packe ich lieber hier drüben nochmal Erde hin. Ich meine, wir haben ja Platz auf der Insel, so ist es nicht. Da kann man schon mal irgendwo noch was vorsehen dafür. Vielleicht hier. Wird das hier funktionieren? Ist das frei genug? Eigentlich schon, gell?
kann mir nicht wirklich vorstellen, warum nicht. Ah, dass die immer wegfallen, alle. Aha. Ja, das passt doch. Ja, da habe ich mal ein bisschen was wieder etabliert. Ich würde sagen, ich nehme jetzt erstmal die Timelapse auf. Oder kommentiere die nach und danach mache ich noch eine Folge, wo ich auch nochmal auf alles eingehe. Ja. Genau. Dann wäre ich raus. Danke fürs Zusehen und tschüss.